Hallo Leute und herzlich willkommen zu Formel 1. Heute doch wieder mit Facecam, keine Ahnung. Gestern hatte sie scheinbar einfach gar keinen Bock. Naja, heute werden wir in Österreich das Qualifying und das Rennen fahren. Wir starten natürlich ins Qualifying. Okay Leute, da geht's auch schon los. Ja, ich muss mich wahrscheinlich erstmal wieder ein bisschen eingewöhnen, aber ich denke, das sollte kein Problem sein. Ich habe nämlich schon, diesmal ist es wirklich länger, wo ich kein Formel 1 mehr gespielt habe, aber naja. Bottas zieht uns auf jeden Fall schon mal davon. Okay, diese Kurve ist scheiße, ey. Das hier ist die schlimmste Kurve hier, die vierte ist das, glaube ich. Ja, die ist auf jeden Fall richtig behindert, haben wir naja, müssen wir durch. Oh Leute, zweiter. Okay, ich glaube, wir sind zweiter. Wir haben Bottas wahrscheinlich nicht mehr überholt, aber egal. Oh, ich nehme noch die Maus raus. Ja, zweiter. Zweiter ist auf jeden Fall gut, ja. Sozusagen auch die Pole, nur nicht, also nur nebendran, das geht auf jeden Fall klar. So Leute, wir sind jetzt hier im Cockpit. Wie ihr seht, ist es relativ bewölkt. Laut dem Wetterbericht sollte es aber nicht regnen, aber ich traue dem nicht so ganz. Naja, auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal das Trommel so ein bisschen auf die Seite machen. Perfekt. Und werden jetzt auch mal das Rennen starten, oder? So Leute, los geht's. Auf eine gute Platzierung. So, genau. Das Ding ist, Bottas hat. Oh, er hat sich verbremst oder so. Ja, geil. Das ist ja geil. Okay, das ist wirklich geil. Okay, jetzt auf eine gute erste Runde. Das macht nämlich schon viel aus. Einfach nichts, irgendwie, keine Ahnung. Keinen dummen Fehler machen. Einfach gut durchfahren. Gerade vor allem in dieser Kurve da vorne. Da wird es kritisch. Weil. Oh, die ist gefühlt rechtwinklig. Sogar noch mehr. Also weniger halt so. Weniger als 90 Grad, ja. Okay, Leute, ich versuche den jetzt einfach wieder so ein bisschen davon zu ziehen, damit wir im Vorsprung hätten, falls ich wieder mal zu dumm bin zum Fahren und irgendwie den Frontflügel verliere, beziehungsweise wenn ich in die Box muss, hätten wir dann ein bisschen Vorsprung. Let's go, auch noch schnellste Runde geholt. So muss das. Ja Leute, ich vermute mal, wir müssen die KI noch ein bisschen hoch machen, weil ich meine, ja, ich habe schon wieder 3 Sekunden Abstand, so wahrscheinlich dann immer wieder ein bisschen mehr. Und ja, ich meine, ja, wir müssen die immer wieder ein bisschen stärker machen. Problem ist, im Qualifying wird es dann halt wirklich immer schwieriger. Ich denke mal, im Rennen wird es dann relativ so bleiben. Ich meine, es werden vielleicht ein bisschen besser Kurven fahren und sich nicht so leicht überholen lassen, aber grundsätzlich wird, glaube ich, nichts viel anders sein sonst. Uiuiui, da bin ich ein bisschen mal rausgekommen. Hätte es fast noch einen Unfall gegeben. Oder einen Unfall mit Ausrutscher mehr, aber trotzdem Glück gehabt. Okay, Leute, ihr seht jetzt, das Boxenstopp-Fenster ist auch an. Ihr habt es kaum gesehen wegen meiner Facecam. Let's go. Ja, das Boxenstopp-Fenster ist jetzt offen. Ich werde erst in die Box gehen, wenn er mir sozusagen empfiehlt. Wenn er mir zum Beispiel sagt, ja, die Reifen lassen nach mit Grip. Oder natürlich, ich baue wieder irgendeinen leichtsinnigen Unfall. Ne? Das hat relativ schnell mal passiert. Oh, Leute, okay, also es empfiehlt mir scheinbar trotzdem jetzt schon in die Box zu gehen. Ja, dann gehen wir doch. Hier nochmal ein bisschen Speed raushauen. Oh Gott, Alter. Möglichst schnell noch und jetzt runterbremsen, genau. So kommt Leute, gib Gas, gib Gas. Und? Alter, 2,2 Sekunden. Jo, das ist voll schnell. Okay, nur Bottas konnte uns überholen. Ah, boah, aber das 9 Sekunden, ja, dann werden wir wahrscheinlich jetzt nicht einholen. Einmal kurz gucken, dass uns Albon nicht überholen kann. Oh Gott, das war ein bisschen eine schlechte Kurve. Genau, und auch das Stroll und Norris dann nicht vorbeikommen. Dann würden wir jetzt einfach warten, bis Bottas in die Box geht, ja. Dann werden wir ihn wieder überholen, nehme ich an, hoffe ich. Nehme ich nicht an, dass Mercedes so einen schnellen Boxenstopp machen kann. Ja, Bottas war jetzt gerade in der Box. Das heißt, ich bin auch ja, vor ihm jetzt. Für Norris, der geht, aber der muss glaube ich auch noch an die Box, oder? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall wäre er auch weit hinter uns. Okay, Mick ist jetzt auch noch in der Boxengasse. Jetzt wollte ich gerade Mike sagen, Alter. Let's go, neue Rundenzeit, Leute. Oh, endlich. Also ich hatte ja schon vorher die schnellste Rundenzeit, aber trotzdem, ich wollte einfach mit den neuen Rädern nochmal die neue Rundenzeit festlegen. Das habe ich jetzt auch geschafft. Toll, abgehakt. Oh, Bottas ist auf der Session ausgeschieden. Was? Was hat der denn gemacht? Boah, das ist bestimmt richtig bitter. Uiuiui. Aber das ist mal geil, da gibt es keinen Mercedes Doppel-League. Wobei, wo ist eigentlich Hamilton, ne? Oh Gott, ich sollte vielleicht gucken, wo ich fahre, nicht labern. Hä, wer ist der Verstappen, Vettel, danach Perez und Stroll? Wo ist denn Hamilton? Also, weg, Alter. Ne, der ist auch gerade jetzt dort unter das Ziel. Hä, wieso ist der denn so weit hinten? Hat der einen Unfall oder was? Kann doch nicht sein, hä?
Hey, aber finde ich geil, weil Hamilton ist ja mein Rivale aktuell. Oh shit, das gibt dann richtig viele Punkte, wenn er es verkackt. Kim Verstappen und Vettel, ja, kann ich gönnen. Meine Vettel, der war ja bei Sauber früher. Ja, ich glaube. Oder bei Red Bull. Oder bei beidem, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, kann ich mir auch gönnen. Verstappen sowieso ist ein Ehrenmann. Aus meiner Sicht natürlich. Kann jeder anders sehen. Ja. Genau, ich fahre jetzt nochmal zu Ende. Ich meine, die werden mich wahrscheinlich nicht mal einholen. Ich meine, ich habe alleine auf Verstappen schon fast wieder eine halbe Minute Vorsprung. Erscheint schon viel, Alter. Okay, Leute, wir sind jetzt hier in der letzten Runde. Das passt ja eigentlich perfekt. Vor uns sind auch noch, ich weiß nicht genau, wer vor uns ist. Auf jeden Fall jemand vom Alpha Tauri. Ja, doch, heißt doch so, ne? Ich glaube, jemand von diesem Team. Ja, das ein Ziel kann man es jetzt nicht nennen, doch schon ein kleines Ziel ist jetzt auf jeden Fall, ihn noch zu überholen. Mein Mate ist auch wieder zweitletzter, so Mick. Okay, Leute, wir sind jetzt kurz vorm Ziel. Ich glaube, einholen werden wir nicht. Da unten fährt er noch. Nee, aber oh. Aber ich dachte schon, es ist eine Strafe. Okay, let's go nochmal ins Ziel. Keine Bestzeit, aber erster Platz. Let's go, Leute. Wir sehen uns in der Box wieder. Beziehungsweise in unserem Hauptquartier. Da stehen wir auf dem Treppchen, Leute. Wir sehen uns jetzt trotzdem noch hier, aber wir müssen natürlich noch ein bisschen feiern. Let's go. Oh yeah, wir spritzen wieder unseren Typ an. Let's go. Richtig ehrenvoll. Ich habe hier auch wieder meine Flasche, aber trink da lieber draus. Wie wir ihn einfach noch mehr anspritzen. So richtig ehrenlos. Aber egal. So, Leute, wir sind jetzt hier wieder bei uns in unserem Hauptquartier. Das nächste Rennen ist der große Preis von Großbritannien, also ich glaube, das ist ja das, das haben die Mercedes-Fahrer Heimvorteil. Könnte ein Problem werden, naja, egal. Das war's mit dieser Folge Formel 1. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao! Oh, is it what do you see? As you twist the tiles.